So, meine Lieben, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Lara at the Movies. Und wie ihr seht, geht's hier gleich richtig ab. Mit unserem Jeep. Aber jetzt sind wir auch schon da. In den Aufzug müssen wir. So. Passiert jetzt was? Rückwärtsgang, ja. So. Okay. Ich schätze jetzt mal, dass wir den Aufzug jetzt hochfahren müssen. Wir sind jetzt ganz unten und ich denke mal, dass wenn wir den Jeep hier drin geparkt haben, wir jetzt diese Knöpfe drücken müssen und dann somit diesen Jeep nach oben bekommen. So, jetzt ist nur die Frage, was wollen wir da oben mit dem Jeep? Und wo wollen wir hin mit dem Jeep? Weil es gibt zwei Etagen. Ja. Am besten wir klettern einfach nochmal hoch. Und drücken einfach mal irgendeinen Knopf und dann werden wir ja sehen, was passiert. Ich habe keine Ahnung, aber probieren geht über studieren. Und diese riesenkomplexe Stelle, die mich mega verwirrt hat, die letzten zwei Folgen, die haben wir auch geschafft. Also werden wir dieses Rätsel mit dem Aufzug doch ganz bestimmt auch schaffen. Weil manchmal sieht es ja alles viel schlimmer aus, als es letztendlich überhaupt ist. Weil wenn man mit dem Jeep diese Strecke da abgefahren ist in der letzten Folge, ging das doch eigentlich wirklich ganz gut. So, jetzt habe ich nur gerade ein Problem, weil das zu ist. Ach so, ja, jetzt erinnere ich mich, wir hatten doch einen Weg gemacht. Da müssen wir gar nicht mehr oben rum. Ja, verstehe. Wir müssen nämlich jetzt einfach nur direkt am Turm hochklettern. Das macht das Ganze natürlich viel einfacher. Das ist perfekt, da haben wir eine schöne Abkürzung. Und zwar hier drin. Einfach das Gerüst hochklettern. So, genau. Und dann probieren wir es einfach mal aus und hoffen, dass das irgendwie Sinn gibt, was wir hier tun. Weil ich glaube, da war doch irgendwo auch wieder so eine Schräge, wo wir dann mit dem Jeep hochfahren können. Probieren wir jetzt alles aus. Also, was machen wir? Wir sind unten. Das ist oben. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden hier? Ich schätze mal, das ist ganz unten. Und das ist vielleicht Mitte. Probieren wir das einfach mal aus. Ich drücke jetzt mal den Schalter hier. Und vielleicht kann man das ja sehen. Ne, da ist jetzt nichts passiert. Doch, ist der Aufzug jetzt da oben? Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Ich mache den jetzt nochmal zurück. Oder geht das überhaupt? Nee, das geht gar nicht. Wir müssen jetzt mal den hier drücken. Da oben das Rote bleibt. Da unten tut sich nichts. Oder gucken wir gerade... Ah, wir müssen hier in die Richtung... Oder warte mal, sind das... Zwei Aufzüge. Ja, tatsächlich, da drüben ist der eine Aufzug. Und das hier ist noch einer, oder? Oder sieht... Nee, das ist keiner. Das sieht nur so aus. Wir müssen nach dem hier hinten gucken. Und... Nee, warte mal. Hier ist der Aufzug. Es gibt zwei Aufzüge. Einmal der, da sehen wir es auch. Da ist der Jeep drin. Und der Aufzug. Es gibt zwei Aufzüge. Oh mein Gott, da muss man erstmal durchblicken. Das heißt, was machen wir denn? Wir machen jetzt nochmal den hier. Mal gucken, ob wir dann mit unserem Jeep irgendwie mal eins höher kommen. Ich denke, das ist einfach mal eine Sache, die man einfach mal ausprobieren muss. Die Knöpfe gehen nicht, drücken wir mal den hier. Gucken, was passiert. Ich höre auf jeden Fall was. Ach, das ist diese Maschine hier unten. Okay. Nee, also der steht immer noch unten. Da bringt ja uns nichts. Wir müssen den hochbekommen. Also drücken wir doch nochmal einen anderen Knopf. Vielleicht gehen die jetzt wieder drücken. Machen wir mal den in der Mitte. Nee, geht immer noch nicht. Der geht auch nicht. Der. Die gehen jetzt alle nicht mehr. Haben wir das Rätsel kaputt gemacht?
Hier, Windows, voll die Schleichwerbung. Windows XP. Seht ihr das? Das waren noch Zeiten. Oder ist das überhaupt ganz unten? Wir könnten auch schon eine Etage weiter oben sein. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich speichere mal auf einer anderen Stelle. Und wir gucken einfach mal, wie sich das jetzt hier verhält mit unserem Aufzug. Weil ganz... Oder ich habe es noch gar nicht geblickt. Sag es mal lieber so. Weil ich habe das noch nicht verstanden. Ne, der Aufzug ist tatsächlich noch unten. Oder stopp, stopp, stopp. Wo sind wir denn überhaupt hier daheim? Hier müssen wir hoch, genau. Und der Aufzug, der steht noch hier. Oder müssen wir doch mit dem Jeep hier dagegen fahren? Das probieren wir jetzt doch nochmal aus. Nein, nicht die Katzenaugen. So, und Vorwärtsgang. Und dagegen. Nee. Das geht nicht. Nee. Ich lade jetzt mal diesen Spielstand hier. Ah, okay. Ja, das war der Folgenanfang. Aber wir haben schon einen kleinen Fortschritt, weil wir wissen, was wir tun müssen. Nur noch nicht wie. So, stellen wir den nochmal hier rein. Der Grund, warum ich das jetzt nochmal neu gemacht habe, ist, weil wir diese drei Schalter nicht mehr drücken konnten. Und ich hoffe einfach, dass wir, oder war mir nicht sicher, ob wir vielleicht irgendwie dieses Rätsel verbuggt haben oder so. Deswegen habe ich einfach mal lieber geladen, weil wir hätten eh wieder hochgemusst. Und so können wir auf jeden Fall die Schalter nochmal drücken und gucken, ob irgendwie was passiert. So, also nochmal nach oben. Das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal tun dürfen in diesem Level. Aber das ist ja nicht schlimm. So, und komm, wir machen mal einen Handstand, Lara. Nee, jetzt ist es zu spät. Nein, es ist nie zu spät für etwas. So. Eine Pracht. Wir dürfen das Training ja nicht vergessen, gell? Und es muss ja auch immer mal elegant wirken. Also, ich speichere jetzt hier nochmal ab. Am besten mal so. Bevor wir irgendwas drücken. Und drücken jetzt einfach mal den hier. Der Aufzug steht. Hat sich nichts getan. Aber. Nein, nichts aber. Hier unten könnte man vielleicht auch irgendwie mal hin, aber die Tür ist zu und der Aufzug ist oben. Also drücken wir nochmal den. So lang, bis irgendwas passiert. Aber das bleibt alles gleich. Oder müssen wir nochmal diesen Knopf drücken? Aber das macht doch auch keinen Sinn. Das geht auch gar nicht. Hm. Verstanden habe ich das System noch nicht. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren und wir haben nichts bewegt. Das ist das Problem. Aber wo ist denn der eine Aufzug jetzt hin da drüben? Ne, der steckt noch da oben drin. Wir können die Aufzüge irgendwie nicht mehr bewegen. Haben wir irgendwas vergessen? Ich probiere jetzt nochmal alle zu drücken. Da geht, glaube ich, keiner mehr jetzt. Ja, das ist doof. Kann man nämlich nichts machen. Vielleicht sind wir auch auf der komplett falschen Fährte. Wir machen das jetzt mal so, ich drücke jetzt erstmal den hier hinten. Was passiert denn dann? Nichts, okay. Soll mir recht sein. Probieren wir mal den, was passiert dann?
Nichts. Was passiert, wenn wir den da in der Mitte drücken? Nichts, wahrscheinlich. Oder sind es doch drei Aufzüge? Aber das macht doch alles keinen Sinn, weil es bewegt sich einfach nichts. Ist das hier ein Aufzug? Ja, das ist auch ein Aufzug. Es sind drei Aufzüge. Aber die bewegen sich nicht mehr. Ich bin gerade überfragt. Ich lade nochmal. Wir fahren jetzt nochmal mit diesem Jeep unten rum. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes. Ich glaube, da war doch auch noch irgendwo eine Schräge. Wir fahren jetzt erstmal mit diesem Jeep weiter. Weil mit den Aufzügen komme ich jetzt gerade nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir noch was anderes hier mit dem Jeep machen können. Ich glaube, das ist jetzt mal eine sinnvolle Idee, weil mit den Aufzügen... Vielleicht klappt das auch nicht, weil der Jeep drin steht. Vielleicht darf der gar nicht drin stehen. Das war ja auch nur so eine Vermutung. Also, fahren wir doch mal den Jeep hier raus, weil ich glaube, das bringt uns echt nicht weiter. So, Rückwärtsgang. So. Und Vorwärtsgang. Gucken wir mal. Hier, da kann man dann bestimmt auch rein in den Aufzug. Nee. Das Problem ist, hier ist eine Stufe. Ja, da ist eine Stufe. Das ist ein Problem, weil da kommen wir nicht hoch. Fahren wir lieber vorwärts. Ne, mit dem Jeep kommen wir hier nicht weiter. War aber ein Versuch wert. So, steigen wir nochmal aus, weil das bringt, glaube ich, nichts. Nochmal zurücksetzen und aussteigen. Nein, aussteigen, Lara. So, aussteigen. Wieso steigt sie nicht mehr aus? Lara, steig jetzt aus. Das ging doch immer. Komm, Lara, jetzt stell dich nicht so an. Danke. Steig dir nicht aus dem Jeep aus. Ich kann's nicht fassen. Okay, probieren wir es jetzt nochmal mit diesen Knöpfen. Und zwar, wenn der Jeep nicht drin ist. Hallo Google Assistent, ich habe dich überhaupt nicht gedrückt. Du bist voll übersensibel. Und jetzt habe ich meine Uhr wieder weggemacht. Wieso geht ständig mein Google Assistent an? Der ist total übersensibel. Das ist aber auch nur, wenn ich ein Let's Play mache, sonst geht er nie an. Keine Ahnung. Egal. Probieren wir jetzt nochmal die Knöpfe zu drücken. Vielleicht passiert ja was wirklich, wenn dieser Jeep nicht in den Aufzügen ist. Wer weiß. Vielleicht geht das ja. Drücken wir mal den hier. Ja. Jetzt geht's nämlich. So, jetzt haben wir den hochbewegt. Aber das bringt uns ja nichts. Das bringt uns hier nichts, oder? Und was passiert jetzt bei dem hier? Dann fährt der hier drüben runter. Und bei dem hier? Also das funktioniert tatsächlich nur, wenn der Jeep nicht drin ist. Aber dann ist meine ganze Theorie kaputt. Ja, jetzt fährt der runter. Also verstanden habe ich das nicht. Das hängt irgendwie miteinander zusammen. So, wir gucken uns das jetzt nochmal zu Fuß an oder in der nächsten Folge.
Wir lassen das jetzt gerade mal so und schauen uns das ganze Prozedere mal ganz in Ruhe an, zu Fuß, und gucken, was wäre umsetzbar mit diesem Jeep. Unter diesem Gesichtspunkt probieren wir das in der nächsten Folge aus. Bis dann, macht's gut, ciao.